Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung Feldexkursion. Feldbeobachtung vom Auto aus ist eigentlich nicht meine Art, aber hier bietet es sich an. Was fällt Ihnen auf? Hier kann man sehr schöne Farbeffekte schon von Weitem sehen. Beige, gelb, braun bis hin zu grün. Alles ist dabei, obwohl es eigentlich ein gleichmäßig auflaufender neuer Rapsbestand sein sollte. Der Landwirt hat sich hier sehr viel Mühe gegeben. Er hat exakt versucht, die Bodenbearbeitung durchzuführen, genau zu drillen und hat rechtzeitig auch das Ausfallgetreide rausgespritzt. Das sehen Sie gelb im Hintergrund. Und hat jetzt sogar noch Gelbschalen aufgestellt, um Schädlinge zu bonitieren. Aber trotzdem sieht der Bestand sehr inhomogen aus. Was ist hier passiert? Als erstes fällt mir der scharfe Rand am Vorgewände auf. Auf den ersten 5-6 Metern steht der Raps sehr gut und es ist fast kein Ausfallgetreide erkennbar. Und auf einmal kommt diese scharfe Kante und man sieht fast nur noch Ausfallgetreide. Der Landwirt hier hat nach dem Mähdrescher oder nach der Ernte mit einem Spezialgrupper den Schlagrand abgefahren, um Problemunkräuter, die meistens vom Feldrand aus in den Schlag hineinkommen, zu beseitigen. Und diese eine Mehrbodenbearbeitung führte jetzt zu diesem Effekt, dass da eben der Raps deutlich weiter in der Entwicklung ist. Lassen wir den Blick in den Schlag hineinschweifen. Fällt auf, dass eben auch streifenweise Ausfallgetreide aufgelaufen ist und dort eben der Raps auch schlechter steht bzw. in der Entwicklung zurück ist. Da eben, wo der Mähdrescher mehr Strohkaff hinterlassen hat, ist jetzt eben auch mehr gelbe Ausfallgerste erkennbar. Also Gräser, Ausfallgräser bzw. Stroh im oberen Bereich können eben für den jungen Raps zu einer ganz starken Konkurrenz werden und die Entwicklung hemmen. Die Gräser sollten eben rechtzeitig herausgespritzt werden. Dafür gibt es verschiedene Graminizide, auch viele Nachbauprodukte. Wichtig ist, dass Sie sich für eine Wirkstoffgruppe entscheiden. Die FOPs langen in der Regel aus, wirken auch viel schneller. Haben Sie aber Probleme mit unten Resistenzen gegen Windhalm, Acker, Fuchsschwanz oder Ähnlichem oder haben einfach den Verdacht, dass es bald so kommen kann, sollten Sie eher auf die Gruppe der DIMS zurückgreifen. Sie brauchen einfach länger, bis sie in dem Ungras abgebaut werden. Die FOPs wirken dann auf diesen Resistenzstandorten oft nicht mehr sicher genug. Wie können Sie die am besten jetzt unterscheiden oder erkennen? Schauen Sie einfach auf den Wirkstoffnamen Ihres Produktes. Und da sehen Sie am Ende oft FOP oder DIM. Haben Sie Weidelgräserrispen, dann nehmen Sie bitte die Aufwandmengen Ihrer Gräsermittel hoch und schauen Sie, ob Ihr Graminizid auch dagegen wirklich eine Wirkung hat. Zu Vegetationsende können Sie dann gegebenenfalls gegen Gräser, Windhalm, Ackerfuchsschwanz, aber auch Trespen und vieles mehr nochmal mit dem Wirkstoff Propizamid arbeiten. Aber jetzt geht es ja erstmal um die Jugendentwicklung und dafür ist es wichtig, zügig eben diese Konkurrenz Ausfallgetreide auszuschalten. So, aber wie sieht jetzt wirklich der große Raps in den guten Bereichen aus? Der hat hier 2 bis 4 Laubblätter und so sieht er jetzt eigentlich vielerorts aus. Nur der extrem früh gesäte hat jetzt teilweise schon 4 bis sogar 6 Laubblätter entwickelt. 6 Blattstadium ist dann schon wieder ein Zeitpunkt für die nächsten großen Maßnahmen im Raps. Ich möchte Ihnen zum Ende hin noch einen Tipp der Woche geben. Haben Sie schon Getreide gesät oder sind jetzt kurz davor? Dann achten Sie auf den richtigen Beizschutz für Ihre Frühsaaten. Denn besonders Schwarzbeinigkeit, Fusarienarten oder auch Roste können bei diesen milden Temperaturen ein Problem werden. Und außerdem dürfen Sie keine Spurennährstoffbeizen mehr mit nennenswerten Anteilen an Stickstoff laut neuer Düngeverordnung in diesem Jahr einsetzen. So, das war's für diese Woche. Ich hoffe aber, dass wir bei der nächsten Feldexkursion vielleicht ein paar sommerliche Tage haben und es nicht mehr ganz so stürmisch und herbstlich ist wie heute. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis nächste Woche. Tschüss!